Hallo, heute zeige ich euch die allerneueste Astschere aus dem Hause Gartenprimus, und zwar die Power Getriebe Astschere. Die hat nicht nur Teleskoparme, ist also nicht nur verlängerbar, sondern sie hat hier innen drin eine besondere Kraftverstärkung, und zwar ein Getriebe, was ineinander greift, wo wir nicht wie bei der Ratschenschere mehrfach pumpen müssen, sondern wo wir ganz normal in einem auch die dickeren Äste schneiden können. Und genau das ist das, was die Leute sich immer gewünscht haben. Eine Schere, wo ich nichts weiter beachten muss, wo ich ganz normal arbeiten kann, aber die maximale Kraft habe. Und genau das ist auch hier in der Heimwerkerpraxis ganz aktuell getestet worden. Und zwar sind hier die besten Werkzeuge des Jahres prämiert worden. Und da ist diese Power Getriebeastschere von Gartenprimus als beste Astschere prämiert worden. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz genau im Detail. Ganz wichtig, wenn ihr auf diesen Knauf hier drauf drückt, könnt ihr sie verlängern. Individuell einstellbar. Im komplett ausgefahrenen Zustand ist sie 1 Meter lang. Plus Körperhöhe, plus Armlänge kommt ihr circa auf 3 Meter Arbeitshöhe. Das Entscheidende und das Herzstück dieser Schere, das sehen wir hier. Das ist das Getriebe. Und dieses Getriebe, das ist eine Kraftverstärkung. Ja, das ist wie so ein Zahnrad, was ineinander greift. Und das ist genau das Geheimnis, was uns in dem Moment, wo wir jetzt dickes und hartes Holz schneiden, da wo wir normalerweise mit einer Astschere Probleme hätten, die Kraft gibt, die wir mit einer herkömmlichen Schere nicht hätten. Und das ist genau das, was wir uns immer alle gewünscht haben. Eine Astschere, die leicht vom Gewicht ist, die kraftvoll im Schneiden ist, und alle die, die vielleicht Ratschenschere nicht so gerne haben, wo wir nicht mehr stufenweise pumpen müssen. Und genau das ist der Grund, warum diese Schere in der Heimwerkerpraxis als beste Astschere von den Kunden prämiert wurde, als Testsieger ausgezeichnet, die Power Getriebe Astschere von Gartenprimus.